Vielen Dank, Samuel, und vielen Dank für die Einladung an die Uni Göttingen und das Institut für Demokratieforschung. Ich wollte jetzt nicht 90 Minuten hier referieren, sondern wollte gerne eine 30 Minuten bis 45 Minuten vortragen, je nachdem, wie schnell ich bin, und danach gerne mit Ihnen diskutieren, weil mich durchaus auch interessiert, welche Bereiche und welche Ebenen dieses NSU-Komplexes besonders interessant sind und wo es besonders viele Fragen auch gibt. Also ich glaube, dass die Berichterstattung so verworren ist inzwischen, dass es auch wichtig ist, miteinander herauszufinden, welche Bereiche da eigentlich noch beleuchtet werden müssen besonders. Also, Samuel sagte es, das Buch Terror von Rechts und das Versagen der Politik, als ein geschätzter Kollege von mir, ein Freund, als ich ihn traf in der sogenannten Meckerecke am Hamburger Millerntor, wo die älteren Herren sich treffen und über Spiel meckern und über die Politik und die Welt, meckerte er auch sofort über dieses Cover. Er beklagte, dass das Thema durch das Cover reduziert werde, auf eine individuelle Ebene gezogen werde. Und damit hat er sicherlich auch eine berechtigte Kritik vorgetragen, die ich dadurch abzuschwächen versuchte, dass ein Buchtitel eben beim potenziellen Käufer sofort vermitteln muss, worum es eigentlich geht. Und hier geht es um Beate Zschäpe gleich NSU gleich Behördenversagen Rechtsterrorismus. So der hypothetische Dreisatz für einen potenziellen Erfolg am Buchregal. Das Gesicht von Beate Zschäpe ist längst zur Ikone geworden des NSU, des wiederentdeckten Rechtsterrorismus. In diesem Spannungsfeld zwischen Nazi-Braut, wie die Bild-Zeitung schreibt, also zwischen der Nazi-Braut Zschäpe, zwischen dem NPD-Verbot, staatlichem Versagen und machtlosen Angehörigen der Opfer, bewegt sich seit einem Jahr die Berichterstattung über den NSU. Die Aufarbeitung der Verbrechen sowie die Machenschaften der Sicherheitsbehörden sind seit einem Jahr Thema in den Medien. Das ist schon mal eine Feststellung wert. Denn Neonazis sind das klassische Konjunkturthema in den Medien. Ja, ich hatte eben schon vom NSU-Komplex gesprochen, der zunehmend verwirrend wird, meiner Beobachtung nach. Immer neue Fragen stellen sich, ohne dass andere Fragen beantwortet wären. Es fehlen Thesen, es fehlen Erkenntnisse, was eigentlich genau dahinter steckt. Einige Ebenen in diesem NSU-Komplex sind Dauerthema, zum Beispiel die V-Leute, die immer wieder für Schlagzeilen sorgen. Andere Ebenen spielen kaum noch eine Rolle. Hier seien zuerst die Opfer genannt, die in der Öffentlichkeit kaum eine Rolle spielen. In den vergangenen Jahren vor dem Bekanntwerden des NSU-Terrors waren es entweder nachrichtenschwache Zeiten wie das Sommerloch, NPD-Wahlerfolge oder außergewöhnliche Gewalttaten, die dem Thema Neonazis und rechtsextreme Gewalt überhaupt Aufmerksamkeit in der großen Öffentlichkeit bescherten. Vorübergehende Aufmerksamkeit, muss man dabei betonen. Bei bestimmten Themengebieten, wie beispielsweise dem NPD-Verbot, haben die meisten Medien zudem, meiner Beobachtung nach, ein extrem schlechtes Kurzzeitgedächtnis bewiesen. Immer wieder fing die Debatte praktisch bei Null an, obgleich bereits seit Jahrzehnten immerzu die gleichen Argumente ausgetauscht und wiederholt wurden, nur von unterschiedlichen Protagonisten. Neues ist dabei zumeist nicht zu erfahren. Das Thema NPD-Verbot eignet sich stets, um sich als konsequenter Kämpfer gegen Neonazis medial zu inszenieren, so wie es beispielhaft der Innenminister von Sachsen-Anhalt, Holger Stahlknecht, bei seiner Amtseinführung tat, was ich hier einmal skizzieren möchte, um das darzulegen. Stahlknecht hatte im Jahr 2011 die eher nachrichtenarme Zeit nach Ostern genutzt, um sich bundesweit vorzustellen. Stahlknecht, der mit dem NPD-Verbotsverfahren. Der neue Innenminister richtete öffentlichkeitswirksam ein Referat für verfassungswidrige Parteien und Extremismusprävention ein. Die dreiköpfige Arbeitsgruppe arbeitete, wie Innenminister Stahlknecht mitteilte und zahlreiche Medien dann auch berichteten, eng mit dem Verfassungsschutz und der Polizei zusammen. Was immer uns das sagen soll. Seitdem, ich habe gegoogelt und gesucht und Zeitungsarchive durchgeschaut, habe ich nie wieder etwas von dieser Arbeitsgruppe gehört. Auch im Jahr 2010 hatte uns die Osterzeit einen öffentlichen Meinungsaustausch über das Thema geliefert.
Die ungelösten Fragen bei der Debatte um das NPD-Verbot blieben aber alljährlich unbeantwortet. Bei diesem rituellen Austausch der Positionen lassen sich aber einige wiederkehrende Argumentationslinien skizzieren, die interessante Widersprüche aufdecken. Da wären die Innenexperten, die ein NPD-Verbot fordern, weil es unerträglich sei, dass diese rechtsextreme Partei von öffentlichen Geldern lebt. Das ist aus meiner Sicht eine nachvollziehbare Aussage, die ein Verbotsverfahren durchaus rechtfertigen kann. Das Grundgesetz als Gegenentwurf zum NS-Totalitarismus soll eben nicht Neonazis finanzieren, doch nach dieser grundsätzlich richtigen Feststellung werden viele Innenexperten maximal unkonkret, denn wie ein solches Verbot trotz der offenkundig weiterhin bestehenden V-Mann-Praxis umgesetzt werden könnte, wurde schlicht nicht verraten. Einige Politiker, wie beispielsweise, man muss ja jetzt sagen, der bisherige Innenminister von Niedersachsen, Uwe Schünemann, schlugen wegen der Hürden beim Verbotsweg daher vor, die NPD einfach aus der Parteienfinanzierung auszuschließen. Ein populistischer Vorschlag, der sich ebenfalls bereits als Rohrkrepierer erwiesen hatte. Es gibt dafür überhaupt keine Mehrheit, dafür aber erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken. Aber zu Ostern wiederum konnte man so eine Forderung noch einmal erheben, denn was interessiert die Medien? Das Gerede vom vergangenen Jahr in Sachen NPD-Verbotsdebatte zumeist nichts. Dann gibt es die Fraktion von Politikern, die ein NPD-Verbot unterstützen, aber ein Scheitern fürchten, und zwar aus immer neuen Gründen. Zunächst war es die V-Mann-Praxis, dann möglicherweise fehlende Nachweise für die Verfassungswidrigkeit. Nachdem eine Materialsammlung vorgelegt wurde, war es dann die Sorge, die NPD durch ein Verbotsverfahren politisch aufzuwerten. Und nun ist es die Angst, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte könnte ein Verbot kassieren. Dabei prüft dieses Gericht Verbote zwar durchaus genau, aber liegen bislang überhaupt keine vergleichbaren Fälle vor. Die Verbote von kurdischen Regionalparteien in der Türkei dürften von den Richtern am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte auf jeden Fall anders bewertet werden als das Verbot einer Nazi-Organisation in Deutschland. Besonders paradox bei der Debatte um das NPD-Verbot: Die Partei wird einerseits als brandgefährlich, gleichzeitig aber als vollkommen unbedeutend dargestellt. So hatte beispielsweise auch der bayerische Innenminister Herrmann lauthals ein NPD-Verbotsverfahren angekündigt, sich aber nach und nach wieder davon verabschiedet und dann betont, er sei eigentlich dafür, aber der Freistaat wolle auf keinen Fall darauf verzichten, von Neonazis Informationen mit fragwürdigem Wert zu kaufen. Die NPD sei so gefährlich, dass man nicht auf die V-Leute verzichten könne. Kurzum, die Partei wird für ihre besondere Radikalität belohnt, indem sie praktisch von Innenexperten zur unverbietbaren Organisation erklärt wurde. Mittlerweile änderte Bayern erneut seine Position. Die Bundesländer wollen die Partei verbieten lassen, aber wohl ohne die Bundesregierung und ohne den Bundestag, was schon wieder ein sehr schwaches Zeichen ist, denn auch Richter am Bundesverfassungsgericht schweben nicht in einem gesellschaftlichen Vakuum, sondern werden sicherlich das öffentliche Hickhack um das Verbotsverfahren aufmerksam beobachten. Hier möchte ich noch den Innenexperten der CDU, Wolfgang Bosbach, nennen, der immer wieder betonte, man könne auf keinen Fall auf die gekauften Informationen aus der Partei verzichten, da man sich sonst so wörtlich im Blindflug befinde. So als sei die NPD eine Art braune Al-Qaida, welche monatlich Terroranschläge in deutschen Großstädten plane. Das war wohlgemerkt vor dem Bekanntwerden der engen Verbindungen zwischen NPD-Kadern und NSU. Seitdem ist von solchen Warnungen aber plötzlich nichts mehr zu hören. Vielmehr betont Bundesinnenminister Friedrich nun, die NPD sei nach der Landtagswahl in Niedersachsen eine sterbende Partei. Das ist keine neue Erkenntnis, sondern ist seit Jahren bekannt, dass die NPD ihren Zenit offenbar überschritten hat. Die offenkundigen Verbindungen zwischen NPD und NSU, zwischen Parteikreisen und Unterstützernetzwerk, werden hingegen abgetan. Dabei sitzt mit Ralf Wohlleben sogar ein langjähriger und hochrangiger Funktionär der Partei in Haft und wird auch bald vor Gericht stehen. Es ist also deutlich geworden, dass NPDler nicht
nur reihenweise zum Hass anstacheln, an konventionellen Gewalttaten beteiligt sind, sondern maßgeblich auch ein braunes Netzwerk aufgebaut haben. Der NSU ging aus dem Thüringer Heimatschutz hervor, genau wie die NPD in Jena, die von Ralf Wohleben und Kameraden gegründet wurde, weil man nach dem Fund von zahlreichen Waffen ein Verbot des Thüringer Heimatschutzes gefürchtet hatte. NSU und NPD Jena schlüpften in Thüringen aus einem braunen Ei, um in dem Osterbild zu bleiben. Friedrich versucht dennoch, derzeit alles, ein NPD-Verbotsverfahren zu verhindern, was wirklich bemerkenswert ist. Über die Gründe lässt sich trefflich spekulieren und das möchte ich in meiner Rolle als Journalist hier auch gerne tun. Meine These: Friedrich weiß, dass die V-Mann-Praxis bis in die höchsten Parteikreise nie beendet worden war und fürchtet einen neuen Skandal, sollte ein Verbotsverfahren ein zweites Mal durch den Verfassungsschutz verhindert werden. Man muss sich das nochmal vergegenwärtigen. Die NPD ist nach dem gescheiterten Verbotsverfahren in zwei Landtage und Dutzende Kommunalparlamente eingezogen. Ohne die V-Mann-Praxis wäre dies wahrscheinlich nicht geschehen. Ohne die Zusammenarbeit zwischen staatlichen Stellen und Neonazis hätten wir in den vergangenen Jahren wahrscheinlich keine Nazi-Partei in den Landtagen gehabt, die sich vom verhassten System professionelle Schaltzentralen finanzieren lassen. Zurück nochmal zu der These, Innenminister Friedrich fürchte ein neues Verbotsverfahren und einen erneuten Skandal. Es gab in den vergangenen Jahren zahlreiche Äußerungen von Innenministern und Innenexperten, die die Vermutung nahelegen, dass die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts nach dem gescheiterten Verbotsverfahren 2003 schlicht ignoriert wurden und der Geheimdienst Verfassungsschutz weiterhin mit führenden Neonazis kooperiert, um Informationen zu kaufen. Für diese Annahme spricht auch, dass sich in den vergangenen Monaten auffallend viele NPD-Kader zurückgezogen haben und die Arbeit in mehreren Landesverbänden fast brach liegt. Und es liegt sogar eine interessante Stellungnahme der Bundesregierung vor. In einer Antwort auf eine kleine Anfrage schrieb die Regierung 2008, sie ziehe, Zitat, einen Abzug von V-Leuten aus der NPD aus sicherheitspolitischen Erwägungen nicht in Betracht. Dies gelte auch, wenn deren leitende Funktion unmittelbar vor und während eines Verbotsverfahrens ausdrücklich als unvereinbar mit den Anforderungen an ein rechtsstaatliches Verfahren angesehen worden ist. Das war jetzt ein etwas längerer Exkurs zum NPD-Verbot, aber es geht um die V-Leute. Die Argumente für und gegen ein Verbot liegen also auf dem Tisch. Und ich möchte noch ein Pro-Argument hinzufügen. Wir könnten nach einem Verbot diese Debatte endlich beenden und uns wichtigeren Themen zuwenden. Alster wären beispielsweise, wie erwähnt, die V-Leute, und zwar im Umfeld des nationalsozialistischen Untergrunds. Wie eben ausgeführt, schützt sich die NPD praktisch durch die V-Leute vor einem Verbot. Abgesehen davon ist die Zusammenarbeit mit den Geheimdiensten ein einträglicher Verdienst für viele Neonazis. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele bei der NPD. Man denke aber auch nur an Tino Brandt, führender Neonazi-Kader in Thüringen, der angeblich in den 1990er Jahren bis zu 200.000 D-Mark kassiert haben soll. Das war damals, wie heute, eine Menge Geld. Und so konnte Brandt die Neonazi-Strukturen, das braune Netz, zu dem auch Böhnhardt, Mundlos und Schäpe gehörten, systematisch aufbauen, staatlich finanziert. Und dies nicht nur in Thüringen, sondern auch in Bayern, wo der NSU 5 Menschen ermordete. Der NSU war praktisch von V-Leuten umstellt oder vielleicht eher von einem Kreis von V-Leuten abgeschirmt. Sogar Beate Zschäpe sollte angeblich als V-Frau angeworben werden. Der Neonazi, der den Sprengstoff für die Rechtsterroristen besorgte, war V-Mann. Tino Brandt war V-Mann. In Sachsen gab es mehrere V-Leute im direkten Umfeld der mutmaßlichen NSU-Unterstützer. In Bayern arbeiteten führende Neonazis mit dem Geheimdienst zusammen, genauso in Baden-Württemberg, wo der NSU ebenfalls mordete und wohin die Rechtsterroristen beste Kontakte unterhielten, über viele Jahre. Was ist also zu halten von dem Argument, das System der V-Leute schütze die Demokratie,
verhindere schwere Gewalttaten. Die glasklare Antwort lautet, das System hat nicht nur versagt, es ist offenkundig kontraproduktiv und gefährlich. Die NPD existiert noch wegen der V-Leute und die Vermutung liegt nahe, dass die NSU-Terroristen nicht trotz, sondern wegen der V-Leute nicht entdeckt worden waren. Die Rechtsterroristen waren den Behörden seit Mitte der 1990er Jahre bekannt, ebenso ihr Umfeld, das mit V-Leuten durchsetzt war. Man kann einfach nicht mehr behaupten, das V-Mann-System sei erfolgreich, nach 10 Toten und zahlreichen Verletzten, die Opfer des NSU wurden. Und die Skandale gehen weiter, finden öffentlich aber kaum noch Gehör. In Thüringen hat der Rechtsextremist Kai-Uwe Trinkhaus mit dem Verfassungsschutz kooperiert. Er hat sich selbst geoutet jetzt. Trinkhaus galt, ein schillernder Name, schillernder Typ, Trinkhaus galt seit Jahren als schräger Vogel, der immer wieder neue Projekte anstieß, mehrere Organisationen durchlief und stets die vorderen Reihen suchte. Die Behauptung, der Geheimdienst arbeite eher mit Mitläufern zusammen, die selbst nichts zur Radikalisierung beitrügen und zuverlässig seien, wird durch den Fall Trinkhaus ein weiteres Mal widerlegt. Nach eigenen Angaben erhielt der Ex-NPD-Funktionär von seinem Verbindungsmann beim Geheimdienst sogar eine Liste mit Namen von Antifaschisten und deren Adressen ungefragt. Die NPD hatte eine entsprechende Liste tatsächlich ins Internet gestellt. Beobachter hatten sich damals gefragt, woher diese Liste wohl stammen könnte. Nun scheint klar, Trinkhaus hat diese Liste angeblich vom Verfassungsschutz erhalten. Er behauptet sogar noch, die Liste mit den Namen der Antifaschisten sei ihm übergeben worden mit der Anmerkung, ein paar hinter die Ohren hätte noch niemandem geschadet. Trinkhaus ist als Quelle wenig glaubwürdig. Leider ist die zweite Quelle, die etwas dazu sagen könnte, der Thüringer Verfassungsschutz, ebenfalls wenig glaubwürdig. Stimmt diese Geschichte, und einiges spricht dafür, denn diese Liste hat es gegeben, wäre die NPD, zumindest in Thüringen, eine Art staatliche Anti-Antifa gewesen. Wichtig in diesem Kontext, beim Lesen der zahlreich vorliegenden Ermittlungsakten wird sehr deutlich, dass die Verfassungsschützer nicht blind auf dem rechten Auge sind. Sie wissen über einzelne Neonazis sehr, sehr gut Bescheid. Man wundert sich über die vielen Details. Informationen werden geradezu angehäuft. Doch daraus werden kaum strukturelle Schlüsse gezogen. Mit immensem Aufwand werden Telekommunikationsüberwachungen durchgeführt, Personen beobachtet, Akten angelegt. Das Ergebnis ist indes niederschmetternd. Für die Öffentlichkeit fällt alljährlich ein Verfassungsschutzbericht ab, in dem aber leider überhaupt nichts Neues zu erfahren ist, sondern in dem teilweise noch linke Gruppen diskreditiert werden, wie jetzt in Mecklenburg-Vorpommern zu erleben war. Die Konsequenzen aus diesen Skandalen sind ebenfalls ernüchternd. Zwar mussten mehrere führende Verfassungsschützer ihre Posten räumen, doch letztendlich geht der Geheimdienst noch gestärkt aus dieser Geschichte heraus, denn es gibt jetzt zentrale Dateien. Die grundsätzliche Frage, ob eine Demokratie einen solchen Geheimdienst, der sich nicht kontrollieren lässt, erlauben kann und sollte, steht inzwischen nicht mehr auf der Tagesordnung. Auch das Interesse an den NSU-Ausschüssen schwindet. Anfangs sorgten die Eklats um Akten wöchentlich für Schlagzeilen. Die Sitzungen selbst des NSU-Ausschusses ziehen sich aber oft bis in den späten Abend. Es kostet Zeit und Fachwissen, um die Aussagen der Zeugen einzuordnen und wiedergeben zu können. Doch das sind leider exakt Voraussetzungen, die in vielen Redaktionen aufgrund wirtschaftlicher Zwänge fehlen. Stark ist die Berichterstattung in den Medien, die auch bereits vor dem NSU bekannt werden, Fachjournalisten in ihren Reihen hatten. Doch ergibt sich ein weiteres Dilemma bei der Berichterstattung. Basis für viele Artikel sind die jetzt mehrmals erwähnten geheimen Akten. Nachdem die Sicherheitsbehörden aber jahrelang versagt hatten, wie wir nun feststellen, werden nun erneut Ermittlungsergebnisse ausgebreitet und als Basis für neue Erkenntnisse herangezogen. Damit bleiben aber möglicherweise Teile des NSU-Komplexes im Dunkeln, denn Akten wurden vernichtet
Und der Geheimdienst hat möglicherweise Teile der rechtsextremen Bewegung schlicht übersehen und nicht wahrgenommen. So wird nun versucht, ein Puzzle zusammenzusetzen, bei dem nicht einmal klar ist, wie viele Teile es überhaupt gibt. Umso wichtiger ist es, die Arbeit der Untersuchungsausschüsse weiter zu beobachten, denn hier ist viel zu erfahren über die Mentalität bei Polizei und Verfassungsschutz und verantwortlichen Politikern. Und hier liegt meiner Ansicht nach weiterhin der Kern des NSU-Komplexes. Dafür möchte ich eine Recherche aus Hamburg darlegen, die bislang noch nicht thematisiert wurde öffentlich. Am 27. Juni 2001 betraten Uwe Böhnhardt und Uwe Mundlos den Laden der Familie Taskebrü in der Schützenstraße in Bahrenfeld. Das ist ein eher beschaulicher Stadtteil im Hamburger Westen unweit der Elbe. Sie feuerten mit zwei Waffen aus kurzer Entfernung auf den 31-jährigen Süleyman Taskebrü und ermordeten ihn. Die Neonazis verübten ihre Morde unmaskiert, weiße deutsche Männer, um die 25 bis 30 Jahre alt. Die Neonazis wollten mit ihren Taten eine maximale Verunsicherung bei Bürgern mit Migrationshintergrund verbreiten. Die Botschaft: Es kann euch überall treffen, selbst in eurem eigenen Geschäft. Ihr könnt euch nicht schützen und die Polizei sowieso nicht. Die Botschaft kam an, zumindest bei vielen Bürgern mit Migrationshintergrund, die gegenüber der Polizei auf Neonazis als mögliche Täter hinwiesen. Mehr als 2000 Menschen demonstrierten im Jahr 2006 in Kassel, um auf die Mordserie aufmerksam zu machen. Nach dem Mord in Hamburg im Jahr 2001 unternahmen auch die Ermittler in der Hansestadt alles, um einen Auftragsmord unter kriminellen Ausländern wegen angeblicher Schulden, die das Opfer gehabt haben soll, zu konstruieren. Angeblich soll Süleyman Taskebrü aus Wut erschossen worden sein von zwei Auftragsmördern wegen Schulden in Höhe von wenigen tausend Euro. Eine abenteuerliche Konstruktion, die zudem auch überhaupt nicht erklärt, was mit den anderen Morden war. Die Ermittler hielten, genau wie in anderen Bundesländern, an solchen Annahmen unbeirrt fest, bemühten sich über Wochen, einen vermeintlich Verdächtigen in den Niederlanden telefonisch überwachen zu lassen, und man wollte erneut die Angehörigen des Opfers vernehmen, um zu sehen, ob sie Kontakt zu dem angeblichen Verdächtigen im Ausland aufnehmen. Alles erfolglos, versteht sich, denn die ganze Konstruktion war ein Hirngespinst, das auf fragwürdigen Aussagen von Zeugen basierte, die Geld verlangten für ihre Aussagen, wie man jetzt aus den Akten entnehmen kann. Andere Spuren und Hinweise hingegen wurden einfach ignoriert. Aus diesen jetzt mehrmals erwähnten Ermittlungsakten geht auch hervor, dass eine islamische Gemeinde in Hamburg im Jahr 2006 nach dem 9. Mord der Rechtsterroristen einen Drohbrief erhielt. Darin hieß es: Türkenhasser sind wir alle. Ihr habt euch hier eingeschlichen und bleibt Multikulti und Verbrecher. Es ist doch gut, dass einer mal ein paar Türken abknallt. Ich habe mich darüber gefreut. Der Vorstand der islamischen Gemeinde übergab den Brief der Polizei. Die Ermittler wurden also noch einmal darauf hingewiesen, wo die Täter zu vermuten sind. Die Polizei bezeichnete den Absender des Drohbriefes später als geistig verwirrt. Aber immerhin war der Absender in der Lage, das rassistische Motiv der Taten zu erkennen, im Gegensatz zur Polizei, zu den Medien und auch zu uns. Es geht um eine bestimmte Mentalität. Man könnte es Alltagsrassismus nennen, auf jeden Fall ein Weltbild, in dem klar ist, Ausländer bleiben Ausländer und die sind auch oft kriminell. Dies ist auch ein strukturelles Problem, gerade auch medial. In den deutschen Redaktionsstuben beispielsweise wird die Bevölkerungsstruktur nicht ansatzweise abgebildet. Zudem zeigt sich eine erhebliche Schwäche vieler Medien, menschenfeindliche Einstellungen präzise zu benennen. Dies könnte möglicherweise eine Folge der Extremismustheorie sein, nach der Rassismus, Antisemitismus und andere Phänomene ein Problem der sogenannten politischen Ränder sind. Wenn nun aber Persönlichkeiten wie ein ehemaliger Banker und Senator
ein angesehener Verleger oder sogar ein Literatur-Nobelpreisträger rassistisch bzw. antisemitisch argumentieren, drücken sich viele Journalisten um eine Einordnung oder, noch besser, weisen die Kritik als schlicht absurd und unverschämt zurück. Im Fall Jakob Augstein war besonders gut zu beobachten, wie viele Kollegen offenbar nicht einmal gelesen hatten, was der Herausgeber des Freitags alles von sich gegeben hatte. Die wütenden Reaktionen zeigen, hier geht es ans Eingemachte, um Einstellungen, die sich nicht mehr auf die Trottel von der NPD abschieben lassen. Sie können nicht einfach mehr exotisiert werden. Die zentrale Frage dabei ist nicht, sind Augstein und Grass Antisemiten, ist Sarrazin ein Rassist? Es geht nicht um die einzelnen Personen und was sie sind, sondern um deren Aussagen, die sie als Multiplikatoren von sich geben und die auf viel Beifall gestoßen sind. Unser Problem sind menschenfeindliche Einstellungen und es ist gut und überfällig, dass in der großen Öffentlichkeit über antisemitische Israelkritik, rassistische Begriffe in Kinderbüchern und Sexismus debattiert wird. NSU, NPD und Rechtsextreme sind Symptome von Missständen, nicht deren Ursache. Schaut man aber in den braunen Abgrund, spiegeln sich die Missstände der Mehrheitsgesellschaft wider. Gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit stellt den ideologisch weltanschaulichen Vorrat bereit, aus dem Rechtsextreme ihre Legitimation ziehen können, betont der Wissenschaftler Wilhelm Heidmeier von der Uni Bielefeld. Der Versuch zu suggerieren, es gebe eine intakte Gesellschaft und jenseits davon rechtsextreme Straftäter und Terroristen, funktioniert nicht. Bei dieser Strategie handele es sich um nichts anderes als eine gesellschaftliche Entlastungsstrategie und insofern eine politische Selbsttäuschung. Das einzige Gegenmittel sind meiner Ansicht nach offene Debatten und eine lebhafte Demokratie, nicht mehr Repression und schärfere Gesetze. Und in Bezug auf den NSU bedeutet es mehr Transparenz und Demokratisierung der Institutionen. Wir stehen noch am Anfang, was die Aufklärung des NSU-Komplexes angeht. Ich habe jetzt versucht, einige Ebenen anzureißen und eben auch die Besonderheiten bei der Berichterstattung herauszuarbeiten. Ja, und würde mich freuen, wenn es jetzt Fragen oder Meinungen dazu gibt. Dankeschön.